Ich mach Geld. Dreh das Geld auf. Also ich werde den Krieg auf jeden Fall dann führen gegen die. Wenn du mir nicht hilfst, dann besetzen die halt da was. Gegen Polen, Österreich und Kirchenstaat. Da soll ich jetzt etwa die ganze Zeit nichts machen, oder was? Alternativ kann ich auch den Krieg gegen Desmond führen. Die sind leider nur verbündet mit Frankreich. Ob das so viel schöner ist? Es gibt kein Österreich. Natürlich gibt's Österreich. Ich kann in den Statistiken nicht Österreich eingeben. Keine Umlaute. Ja, aber sagt der Österreich, oder? Nein, nee, genau nicht. Österreich musst du dann eingeben. Aber Frankreich ist 40.000. Gerade, Frankreich ist gerade im Krieg mit Kastilien. Vielleicht sollten wir die Chance tatsächlich mal nutzen, um Frankreich anzugreifen. Ich kann den Krieg der Großmächte eingreifen. Auf der Seite von Kastilien, Portugal, Niederlande, Tierra, Austral, Dingens gegen Aragon und Frankreich. Ja, also ich werde gleich Krieg gegen Frankreich erklären, wenn du mitmachen würdest. Ich kann den Krieg der Großmächte eingreifen. Ja, wir können aber auch selber den Krieg erklären. Ich glaube, das wäre gut, weil die haben nur 32.000 Mann. Und wenn Spanien eh gerade mitmacht, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Da muss ich aber durch Polen marschieren oder so. Wir müssen auch nur in diesem Krieg Darlehen verlängern. Wenn wir nur einmal Paris einnehmen, wenn wir Paris eingenommen haben, dann ignorieren wir auch einfach den Rest, weil dann kriege ich nämlich den PU-Kriegsgrund gegen Frankreich und dann müssen wir das demnächst nochmal machen, aber das dauert dann noch ein bisschen. Ich muss nur gerade nur gucken, wann kommen denn die schottischen Rebellen? In 1,6 Jahren. Ja auch noch ein bisschen hin, ne? Ja. Okay, dann sag Bescheid, weil dann muss ich mein Militär unterhalten, mich hochstellen. Ich musste mich gerade ein bisschen nennen was sparen. Wie viele Truppen hat denn Desmond? Hast du eigentlich schon mal gesehen, dass wir einen Autosave gemacht haben? Nee, ne? Nee. Kann das sein, dass der nicht autosaved? Ist dein Safe? Das wäre sehr unschön. Das wäre mir doch nicht so recht, um ehrlich zu sein. Wie viel braucht man jetzt? Polen ist kein gültiger Rivale mehr für mich. Achso, übrigens eine Sache, Zarok, wenn wir irgendwann nur noch uns gegenseitig nehmen können als Rivalen, ne? Dann haben wir einfach keinen Rivalen. Die PowerPoint, okay. Das können wir uns wohl leisten. PowerPoint? Ja, PowerPoint? Ja, heißt so. Power Projection heißt es, glaube ich, sogar. Warte, ich muss mal eben kurz gucken, wen ich als Rivalen jetzt wähle. Frankreich vielleicht, weil wir führen ja gleich Krieg gegen Frankreich, ne? Halte ich für gar nicht so schlecht. Ich bin schon rivalisiert mit Frankreich. Ach ja, ich bin ja auch noch im Bündnis mit Frankreich gewesen. Aber das müssten wir jetzt eh aufkündigen. Von daher ist es gar nicht so wild. Ich mache jetzt mal meinen Unterhalt hoch, ne? Und schiff hier schon mal ein bisschen was drüber. Nein, ihr sollt da bleiben. Don't play my heart, my angry heart. Du hast ja auch ein paar Truppen, ne? So ist ja nicht. Ja, ich sammle mich vor Polen quasi. Also Frankreich könnte den Krieg gegen Kastilien gewinnen, wenn ich das hier richtig sehe. Aber kann uns ja eigentlich egal sein. Uns geht es nur darum, einmal Desmond einzunehmen und parallel eben Paris zu erobern. Also hast du den Unterhalt hochgestellt? Also nur Paris, ja, habe ich. Ich habe ich doch, oder? Ja, habe ich. Deswegen mache ich jetzt auch wieder Minus. Ich mache tatsächlich gerade Plus trotzdem. Bin auch überrascht. I wanna see daylight in your eyes. Also ich muss noch einmal kurz gucken. Meine Missionen sind, ist im Krieg mit Frankreich. Das ist ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Danach die Mission ist, Hauptstadt muss kontrolliert werden von Großbritannien. Und dann kriege ich nämlich hier den PU-Kriegsgrund. Und dann müssen wir Frieden schließen und dann nochmal einen Krieg machen, sobald der Frieden abgelaufen ist. Klingt nach einem Plan. Ein solider Plan. Währenddessen gewollt in Perth. Sind ja nur 25.000. Wo kommen die her einfach random?
Aus Perth. Oh, das passt jetzt ja, nicht in meine Kriegsvorbereitung. Ach, nirgends. Ja, dann stelle ich den Ulter halt wieder nach unten ein bisschen. Nee, lass ihn auf. Das sind, dauert nicht so viel länger. Okay, bin ich gespannt. Was könnten wir denn noch hier in die Playlist packen? So. Bin schon auf gutem Weg hier in Richtung Rebellen. Bist du schon fast da? Ja. Könnte man so nennen. Ja, er nimmt also den ICE hier. Ja, aber du hast so geile Generäle. Das ist der damalige ICE. Wenn nicht eine Verspätung der Deutschen Bahn da ist. Ich glaube, das ist jetzt so ein Event. Schiffe schlagen leck oder laufen auf Grund. Das gibt's glücklicherweise nicht. Ich speichere mal nochmal, weil wir, glaube ich, keinen Autosave haben. Ich will nicht. Ich will das nicht passiert. Also speichern. When we first met. Das sag ich, möchtest du nicht vielleicht einfach mal die EO4 Musik anmachen? Dieser Kulturbanause da, ja? Also der Fight gegen die Welt dauert aber ganz schön lange. Wir spielen auch noch Geschwindigkeit 2. Oh. Also ich habe meine Truppen vor Polen versammelt. Ja, das ist gut. Jetzt muss nur Polen aufgehen. Ja, Polen ist gleich oben. Ist gut. Wo ist die Walachei hin? Da ist die Walachei. Wo ist sie denn da? Ist aber ganz schön klein geworden. Ja. Aber du hast sie geheiratet. Ja, natürlich habe ich die Walachei geheiratet. Hallo? Natürlich. Ist ja die Walachei. Gibt's denn die mit Walachei? Wie schreibt man Walachei? So wie man spricht eigentlich. Das ist nicht so das schwerste Wort. Moment, ich muss kurz wieder was erkunden. Ja, das da. So. Ich bin jetzt gleich soweit. Ich würde sagen noch. Kolonie selbst erhalten! Jawolligen! Welche Kolonie selbst erhalten die da? Österreich hat Bayern den Krieg erklärt. Finde ich aber. Finde ich das. Also, ne? Wäre jetzt ein bisschen witzig. Kann ich mir das leisten, zu kolonialisieren hier drüben, während. Ja, eine auf jeden Krieg Fall. Das kostet nur eine, ja, pro eine Monat. Nein, ich meine nicht geldtechnisch, sondern rebellionstechnisch. Ja, das ist ja egal. Nee. Ich bin ein bisschen verwirrt bei dem Namen. Muss ich gerade noch mal überlegen, aber ich habe sie ja so genannt. So, Rodolphus, du machst das schon. Ich hoffe, du stirbst in diesem Krieg. Gut. Ich wäre, glaube ich, jetzt soweit. Frankreich würde dem Krieg nicht beitreten. Ich hab's okay, befürchtet. Okay, willst du den Plan noch ein bisschen variieren? Ja, der Plan sieht jetzt vor, dass du deinen Unterhalt wieder runterstellst. Und machst, was du willst, während ich Desmond plätte. Okay. Das ist ja wieder so typisch, erst mal, ne? Oh. Erst, okay, ich zieh meine Truppen dann mal wieder von der polnischen Grenze das ab, wenn du nichts dagegen hast. Blöde ist das dann, ja. Ja, wir müssen es halt machen. Also wie gesagt, wir können auch gerne einen Krieg gegen Polen, Österreich, Griechenland und England machen. Müssen wir sowieso irgendwann machen. Noch geht das aber nicht, weil noch habe ich einen Waffenstillstand. Aber der gilt nur bis September. Ja, ich habe 4 Jahre länger. Stimmt, das ist ein Argument. Ich weiß nicht warum, aber hab ich halt. Willst du Kriegssteuern haben? Ich Geld nehme ich immer gerne. Ja, kostet dich halt, aber militärische Macht, was willst du denn die Frage? Militärische Macht habe ich momentan 998. Ich habe übrigens währenddessen schon eine neue Institution gefördert, ja? Und mache trotzdem noch Gewinn, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich alles kann klar. Keine neue Institution also fördern, weil bei Russland dauert immer alles. Ja, mach komm. Bei Russland dauert nämlich immer alles 30 Jahre, bis hier irgendwas ankommt. Frankreich hat übrigens ganz schön viele Schulden, deshalb machen die nicht mit. Noch deutlich mehr als ich.
Ich wollte gerade was sagen. Deutlich mehr. 5500 stand da. Ja, ach, ich bin doch auch. Natürlich ist jetzt der Militärunterhalt wieder hochgestellt. Aber kann ich ja wieder runterstellen, oder? Ja, klar. Okay, jetzt, wenn sie jetzt ankommen, habe ich ein Problem. Ich habe gerade 5 Missionen auf einmal erfüllt. Dann die Force Platten. Ja, Mission erfüllen wird schwierig, weil dazu müsste man das Osmanische Reich ein bisschen nerven. Vielleicht schicke ich da einfach die Leader hier rüber. Was? Juri V. Rurikovic wird nun. Hör mal auf mit Rurikovic. Unser Land leiten. Mit unser Land leiten. Ich brauche eine neue Frau. Bauer sucht Frau. Erkundung beendet und haben wir gefunden? Nicht. Nicht, der Entdecker ist wieder zurück. Mann, das ist doch blöd. Ich würde so gern gegen Frankreich fighten. Wir machen die einfach nicht mit. Und ich habe noch gesagt, es wäre toll, wenn Frankreich wieder nicht mitmachen würde, ne? So, dann kann ich mich hier wieder hier, während ich hier warte, bis die da drüben ankommen, meiner Playlist widmen. Wir haben gehört, dass Litauen die Druckerpresse gefördert hat. Ich will auch! Will ich? Ja, ich will die Druckerpresse. Ich kann nichts fördern, zumindest finde ich nichts, was zu fördern ist. Ja, nee, kann ich nicht. Gefördert nur von 151% pro Dinge. Ja, ich könnte dir anbieten, das zu spreaden, aber das kostet dich Geld. Das willst du normalerweise mal nicht. Ja. So, ich könnte ja, jetzt Frankreich wieder... weil das in Russland noch nicht angekommen ist, der Scheiß. Sarok, nur Österreich würde gerade nicht mitmachen. Also es wäre nur der Kirchenstaat, England und Polen. Wäre ja, das gut, dass ich jetzt auf dem Weg bin nach drüben. Ich dreh da mal um. Also möchtest du? Ja, warte, dann mach ich das Ding hier. Wir warten eben kurz. Ich möchte eben den Krieg hier beenden, ja. Aber so lange dauert das nicht. Steuereinnahmen erhöhen finde ich gut. Aber ich sehe da eigentlich eine ganz gute Chance für uns gerade. Ja, ich fahre auch gerade mit meinen 18.000 Mann hier wieder an die Grenze. In eurem Land gibt es stillgelegte Festungen, da ist aber einer pfiffig. So, ich hoffe ja, dass in diesem Krieg irgendwie mein König stirbt, ne? Ich habe leider keine Frau. Aber ich bin Navigator. Ich weiß gerade nicht, wir müssen auch mal kurz gucken, wie das aussieht mit Schiffen in England. Flotten. Schiffe habe ich nicht so viel, nur die Handelsschütze. Ich habe deutlich mehr, allerdings sind meine Schiffe gerade halt ein bisschen beschäftigt in der Karibik. Ja, auch gleich ganz gerne eintreiben. Schön. Die machen das ja schon. Die müssen wir auch bald mal ein bisschen supporten. Das sollten wir tatsächlich tun, aber erstmal muss ich ein bisschen mehr Geld verdienen. Okay, ich wäre Militärtech 2 über Polen. Das ist auch eine Aussage, die man genauso treffen muss. Ich bin Militärtech 2 über Polen, ne? Okay, dann würde ich jetzt starten. Ja, warte, noch einen Monat oder so. Meine 18.000. Wie darfst du nicht? Ich darf dich nicht in den Krieg mit reinholen, weil du, glaube ich, noch Waffenstillstand hast. Wie lange hast du den denn noch? Mit Polen? Nee, mit England bis 94. Ja, genau, wir können das auch über Polen machen. Ja, Polen ist aber verbündet mit Litauen, Mailand. Ist nur Österreich nicht dabei, ist auch okay. Aber also geht dann leider so nicht, okay? Immer werden meine Pläne hier durchkreuzt, finde ich frech. Ja, warum habe ich eigentlich? Wir haben doch den Krieg gegen Dingens gleich geführt. Warum habe ich jetzt, ne? Was?
Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden, warum du einen unterschiedlichen Waffenstillstand mit denen hast. I don't understand this scheme. Da muss ich noch mal kurz ins schlaue Heftlänkchen gucken. Polen hat 19.000, Litauen vermutlich nicht so viel. Ich könnte mit Litauen Krieg führen, die sind verbündet mit Polen. Kannst du bei Polen den Haken auch theoretisch setzen? Nee, ne? Den Haken setzen? Ja. Wenn du Krieg erklärst gegen Litauen, bei Polen den Haken kannst du nicht reinmachen, ne? Moment, gegen Litauen, der Krieg erklärer. Kann ich den Haken bei Polen nicht reinmachen? Nö, aber die kommen so dazu. Ja, aber dann wäre England mit dabei. Hätte ich jetzt nicht so schlecht gefunden. So, prinzipiell kriegt ja, glaube ich, gar nichts gegen Litauen, ne? Aber kannst du trotzdem gerne machen. Prinzipiell wäre das aber möglich. Da brauchst du dich aber, glaube ich, gar nicht bei, oder? Ja, rein prinzipiell nicht, aber du kennst EU4. Ja, ich komme dann dazu, wenn das schwierig wird, aber dann müsste ich meine Truppen hier rübernehmen. Hab ich keine Muße. Ist immer so lästig, die rüberzuziehen. Lübecks Meinung hat sich geändert, das muss ich nicht. So, machen wir jetzt was? Ist einer meiner Champions gestorben? Moment! Ja, irgendwas verstehe ich hier nicht. Was sind denn meine ganzen Generals? Ach, der Entdecker und den brauche ich nicht. Und den kann ich lassen. So, dann nehmen wir noch einen super heftig General. Ja, Feofan Ostermann Tolsoy, natürlich! Ja, das ist doch mal ein schöner Name. So, 1-2-2, ey, ist echt krüppel. Muss ich mal kurz gucken, macht ihr jetzt hier was oder nicht? Sieht nicht so aus. Noch mehr supporten hier. Ich erkläre dann mal den Krieg. Ich erkläre den Krieg gegen Litauen. Soll ich dich mit hier reinrufen? Ja, kannst du machen. Okay, Eroberung von Tirol. Ne, Taurus oder so. Machen wir kurz hier. Stopp. Wir haben ein Darlehen verlängert. Ja, das ist, ja. Kleiner England. Ich speichere mal nochmal. Ich brauche eine Frau, sonst gibt es eine Erbfolge-Dingens zwischen Österreich und Großbritannien. Finde ich okay. Warum bin ich denn der Zweite und nicht der Erste? Das ist durchaus wichtig, wer der Erste ist, weil der Erste ist der Verteidiger und auf dessen Seite stehst du. Das fände ich nicht so schön. Nee, der Erfolg liegt zwischen Großbritannien und Österreich. Ja, aber... Ja, das ist okay. Können wir hier nicht uns auf Mittelalter-Parship hier anmelden oder so? Achso, du bist jetzt... Wir sind jetzt gleich im Krieg, ne? Ja. Was mache ich dagegen denn? Ja, du kriegst schon noch eine Frau. Du bist doch erst 15, ja? Wenn der keine Frau kriegt oder ein Kind kriegt, dann war ja auch nicht. So, ich muss jetzt... Wenn du jetzt 80 wärst, dann würde ich mir Sorgen machen. So, warte, ich noch nicht. Ich muss nochmal wieder Kriegssteuern erheben. So, und dann auch direkt einmarschieren. Und zwar überall. Kann ich nicht. Warum kann ich nicht? Weil Polen noch nicht beigetreten ist. Mal kurz einen Tick hier warten. Kann ich jetzt einmarschieren? Jawohl. Jo, sind dabei. Jawohl. Marschieren. Sind dabei. Währenddessen kann ich eine Technologie erforschen. Das mache ich aber jetzt noch nicht. Warte mal, nimm mal noch nicht die Pause raus, bitte. Ich muss eben gucken, dass hier die bemannt bleiben. Oh shit, werden sie da nicht. Naja, wird schon nicht schief gehen. Oh, ich finde das so schön, dass ich so viel Geld mache gerade. Oh, ganz viel Geld. Gut, also jetzt kannst du mal wenig die Pause wieder raus. Ne? Ja, aber du kannst auch Kriegssteuern nehmen, ne? Ja. Das ist Altdeutsch für Kriegssteuern. Machen wir das doch mal. Stackwipe! Immer Kolonie selbst ein! Zarok, nicht mit so vielen Truppen immer so Provinzen belagern, die direkt instant eingenommen sind. Ja, ich würde mit den 18.000, die du unten hast, hier Lviv und so auch mitnehmen und Halic und Rutschki oder so. Mit den 21.000 ja, direkt nach Warschau rennen. An deiner Stelle. Musst nur ein bisschen gucken, nicht dass du. Aber die dürfen eigentlich nicht so viele Truppen haben, von daher. Wayne. Würde man da jetzt Neudeutsch zu sagen.
irgendwas ist mit Mailand passiert. Mailando, Mailando, amigos, adios, adios, silencio loco, Queen Elizabeth die Erste. Was? Ich hab nicht Queen Elizabeth die Erste. Ich hab Adolphus der Erste von Rukovic. Ja, das ist meine Sippe. Und die Tochter ist Anne Rukovic und meine Frau ist Jean de Valois. Wo kommt denn Novgorod her? Das hab ich doch entlassen. Das? Ja. Das kannst du übrigens gleich auch kriegen, in 2 Monaten oder so, wenn der Krieg vorbei ist. Also mit kannst du kriegen heißt, ich werde die Vasalisierung aufkündigen und am besten machst du direkt einen Tag danach den Krieg, weil dann dürfen die noch kein Bündnis haben. Ja. Kannst du machen warm, kannst du machen kalt. Polen baut Truppen. Machen die jetzt hier was? Warum macht ihr nichts? Das geht doch nie. Wo wollen die 2000 Truppen der litauischen Verteidigungsfront hin? Alter, das dauert aber ewig. Das sind 1000 Polen! Oh nein, so jetzt dürfte ich dir übrigens theoretisch die wieder geben. Natürlich, Rebellen haben 3er-General, alles klar. Ja, passiert. Wenn da irgendwas Spannendes ist, was meine Ländereien betrifft, sag mir Bescheid. Ich bin gerade auf der anderen Seite der Welt. Jetzt sind es schon 5000 Bohlen. Es werden immer mehr Bohlen. Ich weiß auch nicht so genau, wo die jetzt hinwollen. Ne? So, das müsste aber eigentlich reichen. Bailando, bailando, amigos, adios, adios, silencio loco. Wie man an der Sprache schon hört, kommen die aus Holland? Tja. New Haven ist bald fertig. Yay! Glaube ich. Ja, jawohl. Das hat funktioniert. Okay. Deshalb habe ich die subventioniert, damit die selber auch kolonialisieren. Jetzt muss ich warten, bis Warschau hier fällt. Warschau fällt. Passiert hier warten? Nein, hier passiert nichts. Ihr geht direkt weiter nach Plock. Oder da unten ist eine Festung. Da schicken wir euch mal hin. Ihr könnt dann hier hin so latschen. Oh, exzellent. Aragorn ist nicht so schön. Aragorn macht, glaube ich, gerade seinen Befreiungskrieg. Ja, Unabhängigkeitskrieg. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja. Könnte daran liegen, dass das unterstützt wird von Frankreich. Und ich muss jetzt England angreifen, auch wenn du mir nicht helfen kannst, aber da macht nur der Kirchenstaat noch mit. Also das muss ich jetzt nutzen. Ich bin gerade im Krieg gegen Polen. Und ja, ich auch. Aber macht ja nichts. Jawohl, Vinicius ist tot oder so. Muss mal eben dafür sorgen, dass meine Force wieder hochgehen kann. Vor! Dann warten wir noch einen Monat. Dann werde ich die Eroberung von Pale starten. Gleich kommen allerdings noch ein paar mecklenburgischere Nationalisten. Hast du auch schon mal keine Rebellen gehabt? Seltenst. Ich habe Cheyenne besetzt. Oder Chelsky. Cheyenne sollte ein Vorland sein. Ihr habt doch 2 Kanonen dabei. Macht doch das Ding kaputt. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Das ist ein altdeutscher Schlachtruf. Ja, komm, ich helfe euch mal. Ihr kriegt das ja wieder mal nicht hin.